Das bedeutet einfach, ihr Geld würde ver-25-fach werden, im schlechtesten Fall. Hat VeChain hier möglicherweise ein neues Tief hinterlegt und können wir davon ausgehen, dass der Bullrun jetzt bei VeChain gestartet ist? Darüber reden wir jetzt. Bleiben Sie dran. Wenn Sie in weitere profitable und interessante Werte investieren wollen, dann können Sie gerne bei unserem Partner Royalties vorbeischauen, indem Sie auf den ersten Link in der Videobeschreibung klicken. Hier können Sie nämlich in die Karrieren unter anderem von erfolgreichen und berühmten Sportlern aus verschiedenen Sportarten investieren. Khamzat Chimaev, Bruno Fernandes, Khabib Nurmagomedov und alle anderen Ihrer Lieblingsathleten warten darauf, Ihnen Profite durch Ihre Investitionen einzufahren. Nutzen Sie die Chance mit dem ersten Link in der Videobeschreibung. Vielen Dank. Willkommen zu einem neuen Video von Bullish Impulse. Heute müssen wir erneut über VeChain reden, denn wir haben wichtige Chart-Ereignisse, die uns darauf schließen lassen, wie es jetzt hier weitergehen wird im VeChain-Chart. Deshalb labern wir gar nicht lange um den heißen Brei rum und springen direkt in unsere Annahme rein. Wir befinden uns jetzt hier im 4-Stunden-Chart und Sie sehen ja hier diese 1-2-Annahme und wir hatten hier ein Tief bei 0,013 US-Dollar und danach kam es noch zu keinem weiteren Tief und deshalb könnte man ja hier jetzt die Annahme haben, dass wir hier nach oben gehen in einer möglichen Welle 3, die eine Zielzone besitzt zwischen dem 1,618er und dem 2,236er Fibonacci-Expansionsniveau zwischen 2,7 und 3,2 US-Cent. Aber wir haben wichtige Sachen jetzt im untergeordneten Chart, also im 2-Stunden-Chart gesehen und deshalb kann man jetzt darauf schließen, ob diese Theorie richtig ist oder falsch. Wir hatten hier eben diesen 2-Stunden-Chart analysiert und Sie sehen ja hier jetzt, wir hätten eine mögliche 1, 2, 3, 4 und 5 hier gehabt und diese These ist jetzt hier invalidiert worden, weil wir sehen, die Welle 2 wurde nach unten hin durchbrochen, was ja auf jeden Fall dann bedeutet, dass diese Welle 3 Zielzone nicht mehr relevant ist und dass wir uns hier nicht in einer Welle 2 befinden, denn eine Welle 2 darf nie von einer nächsten Welle 3 nach unten gebrochen werden, beziehungsweise eine Welle 2 darf auch generell nicht nach unten gebrochen werden, denn dann befinden wir uns definitiv nicht mehr in einer Welle 2 und auch nicht mehr in dieser Annahme. Aber wir zeigen Ihnen selbstverständlich jetzt unsere bärische Annahme, damit Sie verstehen können, was hier wahrscheinlich ist und wie der Chart wahrscheinlich auch weiterlaufen wird, denn VeChain ist nach wie vor immer noch nicht fertig mit seinem Tiefausbau. Es geht weiter runter, beziehungsweise kann man jetzt auch gleich in der Annahme sehen, wo wir genau uns befinden und wie lange es noch dauern wird, bis wir eben bei VeChain dann das finale Tief hinterlegt haben und dann einen möglichen Reversal, also einen Trendwechsel vollziehen können. Nun befinden wir uns hier im 4-Stunden-Chart, aber diesmal in der bärischen Annahme. Sie sehen ja hier die letzten Wellen des Dreiecks hier und dann kamen wir in eine Welle 1, 2, 3, 4 und jetzt in einer möglichen Welle 5 hier in dieser Annahme. Sie sehen ja hier, nach dieser Welle 4 ging es immer weiter bergab und wir laufen hier geradewegs auf die Zielzone zwischen dem 61,8er und dem 76,4er Fibonacci-Expansionsniveau zu und das würde dann hier diese Welle 5 beenden und damit die Welle 10 und damit eben diese große übergeordnete 2, über die wir gleich noch reden müssen. Und das zeigen wir Ihnen selbstverständlich jetzt auch noch in einem tieferen Chart, denn hier haben wir auch den 2-Stunden-Chart angefertigt und hier werden wir gleich unsere Annahme überprüfen. Jetzt befinden wir uns hier in der besagten Annahme und Sie sehen ja hier, wir haben diese Unterwelle nochmal aufgesplittet in eine Welle 1, 2, 3, 4 und jetzt hier eben in diese mögliche 5. Die Welle 4 war eine WXYXZ-Struktur, also eine komplexe Korrektur und jetzt sind wir hier eben in dieser untergeordneten Welle 5 angekommen und da haben wir eben nochmal Subwellen eingezeichnet, die 1, 2 und jetzt hier die mögliche 3 mit einer Zielzone zwischen 1,618er und 2,236er Fibonacci-Expansionsniveau. Hier zwischen 1,4 US-Cent und 1,3 US-Cent. Und Sie sehen ja, danach würde es zu einer Welle 4 kommen, die möglicherweise etwas länger dauern würde. Denn wir sehen ja auch hier, zeitlich dauern Wellen 4 immer länger. Und man kann grundsätzlich auch sagen, wenn hier diese Welle 2 nicht so tief kommt, dann kommt es zur Regel der Alternation. Und das kann natürlich bedeuten, dass die Welle 4 etwas tiefer kommt. Aber wir sehen, die Welle 2 kam hier etwas über den goldenen Schnitt, beziehungsweise wahrscheinlich genau auf den goldenen Schnitt drauf. Wenn man dann weiter runter guckt, die Welle 3 läuft hier eben noch herunter, die Welle 4. Und jetzt sehen wir hier diese übergeordnete 5, die eher eine Zielzone hat zwischen dem 50er und dem 1,236er Fibonacci-Expansionsniveau. Aber am wahrscheinlichsten ist natürlich dieses 1-Cent-Level, das wir schon so oft besprochen hatten. Und dieses 1-Cent-Level ist diese psychologische Marke, auf der der Preis wahrscheinlich hinlaufen wird und da eben einen finalen Widerstand treffen wird und dann eben nach oben hin gehen wird. Denn wir halten es weiterhin für wahrscheinlich, dass VeChain danach einen starken Anstieg verzeichnen kann. Und Sie sehen ja hier auch, diese Welle 1, 2, 3, 4, 5 ist endlich die finale Korrektur von VeChain. Danach wird es keine tieferen Tiefs mehr geben. Wenn man sich das Ganze hier anschaut, das ist das tiefste Tief hier, was wir gesehen haben. Und nach dieser Linie geht es noch etwas drunter, da gehen wir ja wahrscheinlich hin. Und danach kommen erstmal keine tieferen Tiefs. Dann haben wir endlich diesen jahrelangen Bärenmarkt beendet und wir könnten hier möglicherweise in eine kleine Altcoin-Season starten, wenn VeChain hier eben nach oben pumpt. Selbstverständlich haben wir noch mehr Charts für Sie vorbereitet, damit Sie das Ganze etwas besser verstehen können. Was aber auf jeden Fall wichtig zu verstehen ist, ist, wenn diese Annahme richtig ist, dann könnte man möglicherweise nochmal zwischen 6 und 11% Gewinn mitnehmen, wenn man diese Welle bespielt. Wenn man etwas
etwas länger hält, eben dann nach unten hin bespielt, dann kann man natürlich auch 25% Gewinne nach unten hin noch mitnehmen bei VeChain, bevor man dann hier einen sehr guten Einstieg machen kann, rund um die 1 Cent Marke, vielleicht auch 1,1 Cent, wenn man etwas sicherer sein will. Nach oben hin ist da alles möglich, dann bei VeChain. Wir werden uns jetzt das natürlich auch noch in einem höheren Chart anschauen, damit Sie verstehen, wovon ich rede. Hier sehen wir eben nochmal dieses besagte Dreieck, von dem wir vorhin gesprochen haben, diese A, B, C, D, E, und das schloss die Welle 4 eben ab. Dann kommt er hier eben runter in diese Welle 5 und wir haben ja eben gerade schon diese Zielzone besprochen und wie gesagt, diese Zielzone zwischen dem 58,6er und dem 78,6er hält sich hier auch weiterhin auf diesem 1 Cent Level. Also das 1 Cent Level ist immer wieder wahrscheinlich und kommt auch immer wieder vor, auch hier in dieser Annahme kommt es immer wieder vor von der Zielzone der Welle C hier, auch zwischen 2,8 Cent, da sind wir ja schon längst drunter und diesen 1,1 Cent und der Preis wird wahrscheinlich dorthin laufen. Dann ist eben das Finale von diesem Bärenmarkt, ein wirklich sehr langer Bärenmarkt mit vielen komplexen Korrekturstrukturen hier bei VeChain, aber wir haben noch diesen Weg zu gehen nach unten hin bei VeChain und dann sind wir wahrscheinlich fertig mit diesem Bärenmarkt. Wir sehen ja hier 33%, vermutlich etwas weniger, rund um die 1 Cent Marke. Halten wir wie gesagt für wahrscheinlich, das heißt der Preis muss noch etwas nach unten laufen und danach drehen wir eben. Und ich zeige Ihnen jetzt, wie das Ganze aussehen würde, wenn wir eben hier nach oben drehen bei VeChain. Jetzt befinden wir uns erneut im Einwochenchart. Jede Kerze repräsentiert hier eine Woche. Ich habe Ihnen diesen Chart schon sehr oft gezeigt, aber man kann ihn nicht oft genug zeigen, denn viele Leute verstehen einfach nicht, wie viel Potenzial VeChain eigentlich hat nach den Fibonacci-Regeln. Und was viele auch nicht beachten, das sehen wir auch oft in den Kommentaren, dass die Leute nicht verstehen, woher wir diese Zielzonen nehmen und woher wir diese Level nehmen, weil es sieht schon astronomisch aus, wenn VeChain hier um die 1-Cent-Marke rumgurkt und dann auf einmal soll es hochgehen auf 75 Cent. Das halten viele Leute halt für unwahrscheinlich. Aber man muss ganz klar verstehen, wie die Fibonacci-Regeln funktionieren, ist hier sehr wichtig. Denn wenn man sich das Ganze anschaut, wir hatten hier eben eine Welle 1 und eine Welle 2. Und was wichtig zu betrachten ist, die Welle 2 ist die tiefste Korrekturwelle, die es hier laut der Fibonacci-Regel gibt. Und was dann natürlich wichtig zu betrachten ist, ist ganz einfach, nach einer Welle 2 kommt eben eine expandierende Welle 3. Und diese darf nie die kürzeste sein und ist wahrscheinlich am öftesten auch die längste und stärkste Welle. Das heißt, hier können wir die stärksten Anstiege verzeichnen bei einem Coin oder generell bei sämtlichen Währungen. Und wenn man sich das Ganze anschaut, allein nur bis hin zu diesem Allzeithoch hier, beziehungsweise bis hin zu diesem Hoch dieser Welle 1 bei 27,8 Cent, sind es schon 1500% Anstiege, die wir da gehen müssten. Und das würde ganz einfach bedeuten, dass Sie hier Ihr Geld ver-15-fachen würden. Und das ist ja garantiert, denn eine Welle 3 muss das vorherige Hoch von der Welle 1 überschreiten. Ansonsten expandiert sie ja nicht. Und wir sehen hier, das Minimalziel von 161,8% ist hier schon bei 2500% Anstiegen. Das bedeutet einfach, Ihr Geld würde ver-25-fach werden, im schlechtesten Fall. Und der Preis kann hier deutlich höher ansteigen. Auch dieses Level hier von 276,4% bedeutet einen Anstieg von 4454%. Aber man kann auf jeden Fall sagen, dass eine Welle 3 auch noch stärker expandieren kann. Muss sie nicht, aber sie kann noch stärker expandieren. Deshalb möchte ich Ihnen das jetzt einmal zeigen, wie stark in der Theorie sogar eine Welle 3 noch expandieren kann. Da ich es oft lese, dass viele Menschen nicht glauben, dass das so funktionieren kann. Aber es sind ganz einfach die Fibonacci-Regeln. Und daher zeige ich Ihnen selbstverständlich jetzt auch mal, wie stark das Ganze noch expandieren könnte, rein theoretisch. Und was mit der Fibonacci-Methodik noch alles legal wäre. Wir haben jetzt hier diese Zielzone. Und eine Fibonacci-Zielzone kann irgendwo zwischen dem 1,236er und dem 4,764er liegen. Was das ganz einfach bedeuten würde. Und das ist wirklich ein Wahnsinn, wenn man sich das Ganze anschaut. Natürlich ist es nicht allzu realistisch, dass der Preis so hoch geht. Deshalb, man sieht ja auch, wir haben hier diese Zielzone in Rot eingezeichnet, was ganz einfach bedeutet, dass der Preis dort nicht so wahrscheinlich hinlaufen würde. Aber das 2,854er ist noch ein wahrscheinlicher Zielzonenbereich. Wenn man sich das Ganze hier einmal anschaut, dann bedeutet das immer noch, dass man in der Theorie, wenn man bei 1 Cent reinsteigen würde, 7900% mitnehmen würde. Was natürlich ein Wahnsinn ist, wenn man hier diesen Einstieg machen würde. Aber in dem besten Fall könnte wirklich es passieren, dass VeChain um 13.000% hier ansteigt, was natürlich sehr mächtig wäre. Aber es ist ein nicht so realistisches Szenario. Logischerweise würde nach einer Welle 3 noch eine Welle 4 kommen und dann eine Welle 5. Das heißt, wir könnten schon noch von Anstiegen rechnen, langfristig. Aber wenn Sie eben im nächsten Bullrun Ihre Gewinne realisieren wollen, dann wäre hier eben die wahrscheinlichste Zielzone irgendwo zwischen 1,618 und 2,236. Was man auf jeden Fall hier für realistisch halten kann. Und generell kann man sagen, dass die meisten Wellen 3 eben sich irgendwo in diesem Bereich befinden. Aber was man abschließend definitiv sagen muss, ist, dass VeChain nicht auf 0 Dollar gehen wird. Eine 0 Dollar Marke ist bei keiner Kryptowährung so richtig realistisch, denn selbst wenn viele Leute jetzt hier verkaufen würden, es gäbe immer Investoren, die dann einsteigen würden, einfach weil der Preis so niedrig ist und weil dann das Potenzial logischerweise für die Gewinne immer höher wird. Sie haben es gerade gesehen, umso tiefer man einsteigt, umso mehr Gewinne kann man mitnehmen. Das heißt, selbst wenn man noch bei 1,5 Cent einsteigen würde, wäre es immer noch deutlich besser als bei 2 oder 3 Cent. Und das ist eben das Wichtige zu betrachten hier bei diesen Prozentualbereichen. Das heißt, es ist nicht realistisch, dass VeChain auf 0 US-Dollar geht oder irgendwo in diese Richtung. Das haben wir auch schon oft gelesen, dass VeChain tot ist und sonstiges. Sowas lesen wir auch oft in den Kommentaren, dass viele nicht viel von VeChain halten. Aber man sollte auf keinen
keinen Fall hier vernachlässigen, wie viel Potenzial denn eben in so kleineren Krypto-Coins steckt, beziehungsweise in anderen Altcoins außerhalb der bekanntesten Altcoins. Ich bedanke mich trotzdem recht herzlich bei Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und würde jetzt noch einmal auf unsere E-Mail-Adresse verweisen, bullishimpulsemanagement@gmail.com. Dort können Sie uns sämtliche Fragen stellen, ob es zu VeChain ist, zu anderen Dingen, die wir Ihnen hier sagen oder generelle Fragen, die Sie an uns haben, aber auch natürlich Videowünsche, die Sie auch gerne in die Kommentare schreiben können. Können Sie uns trotzdem auch per E-Mail schreiben und zudem auch gerne Kooperationsanfragen, wenn Sie diese haben. Vielen Dank.